Wie muss man Karl Nehammer einschätzen? Er hat ja in seiner Funktion als Innenminister den Hardliner gegeben, hat das auch ausgeführt, wie man ja wissen, bei Abschiebungen und Ähnliches. Aber wie schätzen Sie ihn? Weil ihn hatte wohl die breite Öffentlichkeit jetzt nicht wirklich auf der Rechnung, dass der Alexander Schallenberg respektive Sebastian Kurz folgt. Ja, man hat ihn schon gekannt als Innenminister und jeder Innenminister ist ein Scharfmacher. Das muss man klar, ja, Law and Order, da ging es auch um durchaus eine heftige Sprache manchmal. Ich erinnere an die Flex, mit der man Infektionsketten durchtrennt. Auch die Bilder, die die Abschiebung dieser Mädchen, dieser Schulmädchen nach Georgien, die er hier gezeigt hat mit Polizeihunden mitten in der Nacht, das hätte nicht sein müssen. Er hatte natürlich auch einige Probleme zu lösen. BVT, auch der Terroranschlag in Wien. Also als Innenminister ist man nie ein Sympathieträger. Als Bundeskanzler muss man das werden. Ich traue ihm diesen Rollenwechsel schon auch zu. Auch die Grünen haben eigentlich immer wieder gesagt, er gilt als Brückenbauer, er gilt als einer, der gut zuhört. Und was man ihm auch zuschreibt, im Gegensatz zu Sebastian Kurz, ist eine höhere sozialpolitische Kompetenz. Und das wird man zeigen. Also es wird sich jetzt zeigen. Aber ich denke, wo er sich nicht ändern wird, ist natürlich weiterhin auch eine restriktive Zuwanderungspolitik zu vertreten. Und ja, da werden wir einfach sehen, sollten jetzt wirklich der Migrationsdruck auch steigen oder wieder so einzelne auch Abschiebefälle der Fall sein, dann könnte das natürlich schon auch wieder eine Belastung werden.